So ihr Lieben, grüßt euch. Heute am Geburtstag meiner Frau muss ich leider ein etwas unschönes Video machen. Und zwar, wie der ein oder andere sicherlich mitbekommen hat, hat die Islamische Republik Iran Vergeltung geübt in Israel, was auch der Grund von diesem Video ist. Wir sprechen über diese Situation, wie es dazu gekommen ist, was die Türkei möglicherweise für Auswirkungen davon zu erfahren hat oder welche Position sie möglicherweise auch einnehmen könnte und ob wir auf einen dritten großen Krieg hinsteuern. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Vielen lieben Dank an die neuen Abonnenten. Mega, dass ihr den Kanal supportet. Macht es weiterhin. Gerne auch die Kanalmitgliedschaft abschließen. Jetzt kommen wir zu einem sehr aufregenden und interessanten Thema, was uns wahrscheinlich hier in der Region alle, ob wir wollen oder nicht, betreffen wird. Doch bevor wir mit den negativen Sachen starten, machen wir mal ein kleines lustiges Entree, weil es gibt auch eine lustige Ansicht dazu. Und zwar folgendes: Ich habe natürlich einen persischen Nachbarn und der ist aktuell in Dubai. Und ihn habe ich natürlich kontaktiert, auch wegen den persischen Medien und so weiter, was da gesagt wird, was da nicht gesagt wird. Und ich zeige euch mal seine Reaktion darauf. Ja, genau. Scheiße. Ich hätte ein bisschen mehr Aktien verkaufen können. Aber naja, wir werden sehen, am Montag wird es wahrscheinlich Rambazamba geben. Oder vielleicht sogar am Sonntagnacht, ich weiß nicht. Aber wann kann man denn traden? Muss man mal reinschauen, vielleicht. Gibt auch eine lustige Sicht auf die Dinge. Ich habe geantwortet, dein Geburtsland fängt den dritten Weltkrieg an. Die einzige Sorge, scheiße, welchen Markt kann ich shorten? Ja, und seine Antwort darauf war halt wie folgt. Ich lache mich kaputt, echt. Ja, keine Ahnung, echt. Ach Gott, scheiß Kapitalisten, ne? Die Welt geht unter, Hauptsache, man macht noch Kohle dabei. Oh Gott, ich schmöre schon in die Höhle, ich spüre schon. Also die Islamische Republik Iran und Israel, die sind ja schon, das sind Feinde in der Region, brauchen wir gar nicht anders darzustellen. Viele Iraner sehen das aber gar nicht so verbissen, wie man das vielleicht meinen könnte. Ich gebe euch ein Beispiel, ich blende das mal ein, von einem Arbeitskollegen. Und zwar gibt es einen Unterschied zwischen dem Iran und der Islamischen Republik Iran. Ihr müsst verstehen, viele Iraner gehen nicht d'accord mit dem, was das Government macht. Die sind auch geflüchtet und wie gesagt, auch mein Nachbar ist auch im Iran zur Schule gegangen etc. Und die berichten keine schönen Sachen. Ich kenne einige Iraner und man hört nichts Positives über ihr eigenes Land von ihnen selber. Die lieben ihr Land, aber mit der Regierung sind sie halt nicht zufrieden. Wie gesagt, ich kann das so nicht beurteilen, es steht mir auch nicht zu. Aber das ist das, was man halt aus breiter Masse irgendwie so hört, wenn man sich mit den Leuten unterhält, wie sie ihr Heimatland sehen. Was ist passiert? Ja, wir hatten vergangene Nacht, wie gesagt, ist heute der Geburtstag meiner Frau, gab es eine Rache des Iran, die hat er auch angekündigt. Und zwar, das war eine Reaktion auf die am 1. April erfolgten Angriffe in Damaskus auf die iranische Botschaft, wo auch Menschen ums Leben gekommen sind. Und der Iran hat von Anfang an gesagt, dass das nicht unvergolten bleiben wird, dass es dafür eine Rache geben wird. Das wurde direkt am Anfang so gesagt. Jetzt kommen die Viecher. Kaum hat man hier Blumen, kommen die Viecher. Es wurde angekündigt. Es war die logische Konsequenz. Und ich finde es auch völlig gerechtfertigt. Weil, wie gesagt, die Botschaft eines Landes, auch wenn die in einem anderen Land ist, ist offiziell ein Angriff auf das Territorium dieses Landes. Das ist ein offizieller Kriegsakt. So, und dass man dafür Vergeltung übt, das muss eine Macht wie der Iran, das muss machen. Das muss die machen. Also, wie gesagt, das geht nicht anders. Die Türkei würde sich das auch nicht gefallen lassen, wenn das irgendein anderes Land machen würde. Deswegen, also, wir sehen das wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Wie gesagt, der Iran ist nicht klein,
So, und wenn man das einmal durchgehen lässt, zweimal durchgehen lässt, so, das kann man in dem Fall nicht machen. Auch wenn da die Vereinigten Staaten da schon bereitstehen und unterstützen, was sie auch getan haben, ist das noch lange kein Grund, dann von so etwas abzusehen. Wie gesagt, das ist einfach ein Zeichen von Schwäche, wenn man so welche Sachen halt mit sich machen lässt. Also wir schauen uns mal an, wie das ein bisschen gelaufen ist. Einige Drohnen, 300 an der Zahl, und ich glaube 30, 40 Marschflugkörper sind auf das besetzte Gebiet der Palästinenser, genannt Israel, abgefeuert worden. Ihr merkt an meiner Ausdrucksweise, dass meine Haltung zu diesem Terrorregime keine positive ist. Also da könnt ihr da ganz klar meine Meinung sehen. Durch Unterstützung der Amerikaner von Zypern aus wurden die Sachen abgefangen, weitestgehend. Es sind auch einige eingeschlagen. Es gab, glaube ich, keine Toten bis jetzt. Ich kenne jetzt den aktuellen Stand nicht. Ich habe das jetzt schon seit einer Stunde nicht mehr verfolgt. Wie gesagt, die iranischen Bevölkerungen, die haben kein Problem mit Israel. Es sind die Regierungen. Es sind eigentlich immer die Regierungen, die das Problem sind. Wie gesagt, mein Nachbar, der jetzt auch gerade eben hier vorbeigelaufen ist, ist auch, der hat auch einen israelischen Pass. Und der hat auch kein sonderlich gutes Bild, wie sehr, sehr viele andere auch. Wie gesagt, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem Iran als solches, die haben auch unterschiedliche Wappen, und der Islamischen Republik Iran. Scheinbar werden aus persischer Sicht da ganz klare Differenzierungen gemacht. Und ich finde das auch vernünftig, weil viele haben halt auch keine Lust auf diese Konflikte. Wir brauchen hier keine Konflikte. Die Meinung der Türkei zu Israel. Ja, was hat die Türkei für eine Meinung? Also ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, für die gesamte Türkei zu sprechen. Aber ich gebe euch mal einen kleinen Videorückblick von vor 15 Jahren. Unser aktueller Präsident war damals schon beim World Economic Forum und hat da seine Missgunst oder seine Unerfreutheit klar zum Ausdruck gebracht. Und seitdem ist die Türkei auch nicht mehr zum IWF, zum World Economic Forum gegangen. Und ihr könnt mal reinschauen. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince sizi öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Prime Minister, we can't start the debate again, please. We just don't have time. Excuse me, bir. Sözümü kesmeyin. Bir. Apologies, we really do need to get people to dinner. Tevrat 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürmem. 2. Bakın bu da çok enteresan. Gilad Azzamoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avişalam, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Devlet basmını kazandığını belirtiyor. I want to ask you to defer to our host. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunda böyle diyorsun. So. Biz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştu. Let me turn this over to our host. Das fand ich brutal, dass sich endlich mal jemand hinstellt und das öffentlich anprangert und dass die Leuten, Peres saß ja daneben und es dem eiskalt ins Gesicht sagt. Das ist brutal, das ist ein Hammerschlag, das ist ein Statement. Kann man nicht anders sagen. Es gibt viele Leute in den Kommentaren, die unseren Präsidenten nicht mögen. Ist ja auch in Ordnung. Seitdem sind auch 15 Jahre vergangen, das muss man auch sagen. Die Meinung der Türkei ist eigentlich in die Richtung neutral mehr oder weniger gegangen. Was ich euch aber sagen kann, bis auf jetzt, was mich übrigens verwundert, viele Ölkücüs sind halt so drauf, dass sie Israel ganz okay finden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich persönlich, außer ein Onkel von mir, kenne sonst niemanden, der positiv redet. Ich kenne keinen einzigen.
ich meine, man geht jetzt nicht über die Straßen und sagt, hey, wie findest du Israel? So läuft es jetzt nicht. Aber wenn man zum Beispiel über politische Themen spricht oder weltpolitische Sachen, man hört niemals was Gutes. Also die Meinung von so ziemlich jedem, bis auf meinen Onkel halt, ist eigentlich durch die Bank weg negativ, was Israel angeht. Also wie gesagt, durch diese ganzen Geschichten, auch in Kombination mit Amerika, also bei der breiten Masse der Bevölkerung gar nicht gut. Ist das gar kein gutes Thema. Der nächste Punkt ist halt eben, ja, wie wird es jetzt weitergehen? Kann uns das in den Dritten Weltkrieg bringen? Möglich. Möglich ist grundsätzlich vieles. Ich glaube, ich hoffe es, dass es so laufen wird, dass Israel es auf sich sitzen lässt. Aber das glaube ich nicht, weil sie jetzt ja Mut haben, weil Amerika ja vor Ort ist. Mit, ich glaube, noch zwei Flugzeugträger sind im Mittelmeer. Dass sie dann da irgendwie was machen. Ich hoffe nur nicht, dass es dann wirklich dann wieder eine Rache gibt und wieder eine Rache gibt und sich das dann hochschaukelt. Weil, wie gesagt, das sind alles unsere Nachbarländer. Wir haben partnerschaftliche Beziehungen mit dem Iran, wie gesagt. Und die Rolle der Türkei ist, was das angeht, sehr, 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 sehr heikel und sehr, sehr schwierig. Weil wir müssen versuchen, irgendwo einen Spagat zu kriegen. Die offizielle Meinung der Türkei über Israel ist eigentlich relativ verhalten. Wir beliefern jetzt nicht mehr so viel nach Israel. Das sind jetzt keine Sanktionen, aber wir haben jetzt auch, wir liefern jetzt nicht mehr so viel in, aufgrund des Gaza-Konfliktes, was da ist, der seit 80 Jahren da irgendwie vorherrscht und keiner aus der Türkei irgendwie da was sagt, offiziell. Deswegen schwieriges Thema, ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich persönlich glaube nicht, dass es aufgrund dieser Situation zu einem dritten Weltkrieg kommen wird. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Türkei wieder einmal das, was sie seit jeher macht, versucht, sich neutral zu verhalten und auch zu schlichten irgendwo. Das ist, ja, das ist mittlerweile ja, quasi der Leitsatz irgendwie der türkischen Außenpolitik, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben es überall versucht, auch in Syrien haben wir auch versucht zu schlichten. Und ja, in der Ukraine natürlich jetzt auch. Wir wollen halt eine... Wir sind eine starke Mittelmacht hier in der Region. Wir sind ein, ich komme gleich vielleicht nochmal darauf zurück. Wir sind ein unabdingbares Schlüsselelement auch der NATO. Und wir sind ein mega wichtiger Handelspartner aufgrund unserer geopolitischen Lage, wo wir halt hier sind. Das Tor zum Orient, ich hatte das schon ein paar Mal angesprochen. Zumal, dass wir mit unseren Nachbarländern gute Handelsbeziehungen haben. Okay, gibt ein paar Ausnahmen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber gerade so Länder wie der Iran und Russland etc., mit denen haben wir gute Beziehungen. So, und das wird auch so bleiben. Ich denke mal, dass wir uns da komplett neutral verhalten werden. Ich denke mal, dass wir uns unsere Hilfe anbieten werden. Ich gehe auch davon aus, dass unsere Regierung Verbote aussprechen wird, wie damals in Syrien, dass von türkischem Boden oder türkischem Luftraum nichts benutzt werden darf, um einen Krieg mit dem Iran vom Zaun zu brechen oder Angriffe zu fliegen. Das haben wir damals in Syrien gemacht, dass Incirlik geschlossen wurde. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das in so einem Fall auch machen werden, weil der Iran ist ein strategisch wichtiger Verbündeter für uns und wir haben gute Beziehungen, wie gesagt. So, und das werden wir nicht tun. Das glaube ich nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, weil du kannst es, also kannst auch, Türkei würde sich da jetzt nicht aktiv mit einmischen. Inaktiv wird sie den Iran wahrscheinlich unterstützen, das kann ich mir schon vorstellen. Ohne Abzeichen werden wir dann vielleicht Leute schicken, die denen da in irgendeiner Art und Weise helfen oder werden den militärischen Support geben oder was weiß ich. Das kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir auf gar keinen vorstellen, dass wir Israel offiziell unterstützen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Weil das würde bei der Bevölkerung mehr als ungut ankommen, bei der breiten Bevölkerung. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass unsere Soldaten da irgendwie hin für amerikanische oder zionistische Interessen. Also das kannst du der Bevölkerung nicht verkaufen, glaube ich nicht. Also dann brennt Ankara. Also das kann ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass das so laufen wird. Hoffe ich auch persönlich nicht. Weil wir müssen halt schauen, dass wir unsere, ja, dass wir unsere Stellung hier bewahren. Wie gesagt, die Türkei ist extrem wichtig. Falls die Türkei mal irgendwann auf die Idee kommen sollte, nicht mehr in der NATO sein zu möchten, was ich sehr begrüßen würde übrigens, dann wird es sowieso hier sehr, sehr brenzlig werden. Weil die Türkei, das muss man wissen, die Türkei ist extrem wichtig. Alle
Operationen der NATO laufen über türkisches Kommando, über Ankara, hier in der Region. Alles, was hier läuft, ob es die Sachen in Syrien sind und alles, was hier in der Region ist, ob es Irak ist, etc., das läuft alles kommandotechnisch über die Türkei. So, die Türkei ist essentiell für die NATO hier in der Region. Zumal die Türkei die zweitstärkste Macht der NATO ist nach Amerika. Die hat die zweitstärkste Armee. Wir sprechen hier von, die Leute tun das immer so, ja, die kleine Türkei oder was ist der Iran? Leute, wenn ihr von solchen Sachen keine Ahnung habt, der Iran hat das stärkste Militär im Nahen Osten. Die Türkei hat die stärkste Armee nach den Amerikanern in der NATO. Die Partner des Iran sind Russland, das ist die stärkste Armee Europas, die zweitstärkste der Welt. Partner ist China, die drittstärkste Armee der Welt. Das sind Mächte, die, wenn es hart auf hart kommt, wahrscheinlich zusammenarbeiten. Deswegen sage ich, das ist eine brandgefährliche Situation. Da sind Interessen, die haben natürlich auch andere Interessen. Wie gesagt, Amerika kann den Iran nicht einnehmen. Ja? Auch mit Israel nicht und auch nicht mit der NATO. Wenn sie es können würden, hätten sie es vor 20 Jahren gemacht. Seit 20 Jahren pilgert Netanyahu durch alle Talkshows dieser Welt und sagt, der Iran ist so kurz davor, die Atombombe zu bauen. Vielleicht googelt mal diese Sachen, wo er dann immer mit dieser Schablone rumläuft, wo die Bombe eingeblendet ist. So richtig dumm, so plakativ, auch für die letzten Behinderten symbolisiert, dass es bald das Armageddon vor der Tür steht. Damit pilgert er seit 20 Jahren durch alle Talkshows. Die letzten paar Jahre war das nicht mehr so. Boah, voll die Viecher. Aber wie gesagt, wenn es so wäre, dann hätte Amerika das schon damals gemacht. Die haben sich nicht einmal getraut, gegen den Irak zu kämpfen. Die haben den Irak aufgehetzt gegen den Iran, haben sich 10 Jahre ausbomben lassen. Der Iran hat sich nur verteidigt, der ist nicht einnehmbar gewesen für den Irak. Und nachdem der Irak keine Munition mehr hatte und man Saddam eh nicht mehr wollte, ist man da ein bisschen drüber geflogen und hat ein paar Lehmhütten weggebombt und hat sich als die großen Helden aufgespielt. Wie gesagt, wenn es so kommen sollte, dann ist Israel sehr, sehr allein, umringt von Nachbarn, die Israel gar nicht mögen. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen dazu gehört. Also wie gesagt, was das Thema Türkei, NATO angeht, weiß ich nicht. Ich denke, dass die Türkei sich auf jeden Fall neutral verhalten wird. Ich hoffe, dass der Konflikt nicht sich hoch eskaliert und dass da andere Länder, insbesondere die Türkei, in irgendeiner Form mit reingezogen werden. Hoffe ich nicht. Und ich hoffe natürlich nicht, dass es zu einem dritten großen Krieg kommt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das braucht die Welt nicht. Aber wie gesagt, es kann theoretisch passieren. Da, wo Menschen sind, kann grundsätzlich immer alles passieren. Von dem her müssen wir halt einfach schauen, was da auf uns zukommt. Ihr könnt mir mal bitte eure Meinung zu dieser ganzen Thematik schreiben, wie ihr das Ganze seht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also soll jetzt kein Israel oder irgendwas Bashing werden. Wie gesagt, von den Regierungen kann man halten, was man möchte. Ja, aber Fakt ist, wir sind Partner vom Iran, strategischer Partner. Und ich denke mal, wenn es hart auf hart kommt, werden wohl harte Entscheidungen getroffen werden mit allen Konsequenzen. Wir werden es sehen. Unterstützt den Kanal. Daumen, Abo nicht vergessen. Bleibt mir gewogen. Bis dann habe ich die Ehre. Ciao, Leute.